Hallo liebe Leute, ich hoffe euch allen geht's gut. Ich bin wieder mit einem neuen Video am Start. Ich wollte mich nochmal recht herzlich bei euch bedanken für all die enorm positive Rückmeldungen, die ich erhalten habe. Darüber freue ich mich sehr. Ich hätte echt nicht damit gerechnet. Und letztendlich trägt das zu Unterhaltung bei. Und viele Leute haben das jetzt auch eingesehen. Natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass ich nicht perfekt singen kann und ich habe auch nicht die idealen Voraussetzungen, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass man ein Ziel verfolgt und ich mache mal jetzt einen kurzen Vergleich. Sagen wir mal, ihr wollt ein Level erreichen, jetzt sagen wir mal beim Videospiel, sagen wir bei Super Mario, sagen wir mal, ihr habt drei Leben und ihr seid im ersten Level und ihr wollt ins zweite Level, also das zweite Level wollt ihr erreichen. Und irgendwann mal packt euch natürlich auch der Ehrgeiz und ihr sagt zu euch, okay, ich will unbedingt das zweite Level erreichen. Komm, du versuchst es so oft. Sagen wir mal, übertreiben wir uns mal jetzt. Ihr habt es tausendmal versucht, ihr habt es nicht ins zweite Level. Ihr habt das zweite Level nicht erreicht. Heißt es dann, dass ihr das niemals schaffen werdet, sondern irgendwann mal werdet ihr das vielleicht sogar schaffen. Und irgendwann mal war es auch bei mir so. Und übertreiben wurde ich für mein Fleiß belohnt. Und Durchhaltevermögen ist enorm wichtig. Ihr dürft nicht so schnell aufgeben, Leute. Das Wichtigste im Leben ist, ihr dürft euch nicht unterkriegen lassen. Ihr dürft natürlich auch mal eine negative Phase haben. Das ist ja normal im Leben. Es gibt nicht nur immer tagtäglich Sonnenschein, sondern auch mal hin und wieder Regen und das müsst ihr halt überstehen. Und ihr müsst euch einfach immer wieder selbst motivieren und zu euch sagen, never give up, come on, du schaffst das. Du kannst alles schaffen im Leben. Und bei mir war es auch so, ich brauchte 10 Anläufe und beim 11. Mal hat es dann ausgereicht für den ersten Recall. Bleibt einfach so lange am Ball, bis ihr irgendwann mal euer Ziel erreicht. Darum geht's eigentlich, Leute. Das müsst ihr verstehen. Es geht eigentlich gar nicht mehr um den Gesang. Der Gesang ist eigentlich sekundär. Primär ist eigentlich wichtig, dass ich einfach am Ball geblieben bin und mich nicht unterkriegen lassen habe. Und letztendlich wurde ich für meinen Fleiß belohnt. Darum geht's. Klar, ich bin mir dessen bewusst. Meine Stimme ist nicht die beste. Und ich bin auch nicht der beste Sänger. Das habe ich aber auch nie behauptet. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und wenn man die Möglichkeit hat, oder sagen wir mal, beziehungsweise die Möglichkeit besteht, etwas zu erreichen, sagen wir mal musikalisch, wenn man die Möglichkeit bekommt, sich dort zu präsentieren, wie zum Beispiel bei DSDS, warum sollte ich das nicht machen? Also letztendlich füge ich niemandem Schaden zu. Und solange man das machen kann, warum sollte ich das nicht machen? Und darum geht es ja letztendlich. Es geht darum, dass man einfach seine Ziele verfolgt und versucht, seine Ziele zu erreichen im Leben. Und mein Ziel war es dann irgendwann mal natürlich, den Recall zu erreichen. Und damals haben die Leute auch zu mir gesagt, du wirst niemals den Recall-Zettel bekommen. Und jetzt, ich habe alle vom Gegenteil überzeugt. Ich war 5-mal im Recall, also ich habe 5-mal den Recall-Zettel bekommen. Und wer hätte damit gerechnet? Wer hätte damals gerechnet, dass ich beim Dschungelcamp gewinne? Damit hat auch keiner gerechnet. Und letztendlich habe ich alle vom Gegenteil überzeugt. Darum geht's. Dass man die Leute positiv überrascht. Never give up. Darum geht's. Ich meine, das Leben ist doch nicht da, um irgendwie immer nur das zu machen, was die Leute für richtig halten, sondern man muss auch mal im Leben was riskieren und sich seinen Ängsten stellen. Egal, ob es dann vielleicht nicht funktioniert. Es kann auch passieren, dass sich Leute darüber lustig machen. Das muss man aber riskieren. Wenn du wirklich mit ganzem Herzen dabei bist und du das wirklich dein Ziel erreichen möchtest und du, sag mal, wenn jemand wirklich singen möchte und es einfach jedem zeigen möchte und gerne auf der Bühne steht und einfach vor Leuten performen möchte, vor einem großen Publikum performen möchte. Und wenn er diese Chance bekommt, warum soll er sie nicht nutzen? Es geht darum, obwohl man nicht die idealen Voraussetzungen hat, das Beste draus macht. Ich mache das Beste aus meiner Stimme und kenne auch meine Defizite und ich mache aber das Beste draus. Ich weiß, es gibt gewisse Grenzen, aber ich mache das Beste draus. Darum geht's. Es geht nicht darum, dass man der Beste sein möchte, sondern dass man der Stärkste sein möchte. Dass man einfach sich nicht unterkriegen lässt. Mit der Zeit haben sich halt verschiedene Türen in meinem Leben geöffnet. Und ich habe auch dann mittlerweile auch schon meine eigenen Songs veröffentlicht. Und es geht halt darum, dass man sich nicht unterkriegen lassen soll. Egal, was die Leute sagen, wenn das dein Traum ist, wenn das dein großes Ziel ist, was du erreichen möchtest, dann bleib am Ball und lass dich nicht unterkriegen. Darum geht's. Wenn ihr mit dem Herzen dabei seid, dann macht weiter. Und lasst euch nicht von negativen Kommentaren runterziehen. Es geht darum, dass ihr euch glücklich macht, dass ihr zufrieden seid mit eurem Leben. Letztendlich lebt ihr nur einmal im Leben.
Ihr lebt nur einmal. Macht das, was ihr machen möchtet. Macht Sachen, die auch vielleicht für andere vielleicht peinlich sind. Macht das, was euch glücklich macht. Darum geht's. Es geht doch gar nicht immer, oh, der kann nicht singen, oh, der kann nicht das, der kann nicht tanzen. Hey, geht es wirklich nur noch darum? Es geht ja auch im Leben, dass man nicht aufgibt, dass man Sachen macht, die einem Spaß machen. Also man hat ja auch, wie soll ich erklären? Es geht ja nicht nur darum, dass man Sachen macht, die andere Leute gut finden, sondern man macht Sachen ja auch, eigentlich sollte man ja Sachen machen, die einem selbst gut tun. Mit den Sachen, die man mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum einfach, ihr dürft euch nicht unterkriegen lassen. Bleibt einfach so, wie ihr seid. Ihr seid doch letztendlich keine Marionette. Bitte, lasst euch nicht verbiegen. Bleibt so, wie ihr seid. Und wenn euch das glücklich macht, dann macht das auch. Also ich komme mit Kritik ganz gut zurecht. Solange es konstruktive Kritik ist. Aber so belanglose Kritik, wie zum Beispiel, du kannst nicht singen, du kannst nicht tanzen, schau mal, wie du ausschaust, wie schaust du denn aus und solche Sachen, das prallt eher an mir ab, weil ich mir denke, das bringt mich eh nicht weiter, das zieht mich eher runter, wieso soll ich mich dann mit so negativen Äußerungen befassen? Also ich konzentriere mich auf die Leute, die sagen, hey, Mendres, das hast du cool gemacht, wir finden das gut, dass du nicht aufgibst und du hast dich echt weiterentwickelt, darum geht's. Darauf sollte man sich konzentrieren. Und ja, wie gesagt, singen macht mir einfach Spaß und darum mache ich das. Darum geht's. Und es geht nicht darum, was Leute sagen, er kann immer noch nicht singen und was kann der denn eigentlich? Wer gibt denn den Leuten das Recht, das zu beurteilen oder zu bewerten? Wer entscheidet darüber? Wenn ich selber zu mir sagen kann, ich schaue in den Spiegel und sage, hey, Mendres, du hast dich weiterentwickelt. Das ist doch das Wichtigste. Ich habe mich weiterentwickelt in all den Jahren. Das weiß ich ganz genau. Objektiv bewertet. Die meisten Leute können das ja gar nicht wirklich bewerten oder einschätzen, weil die vielleicht gar nicht all die Jahre verfolgt haben, was ich gemacht habe oder wie ich mich verändert habe. Ja, das wollte ich eigentlich nur euch kurz mitteilen. Also nehmt das nicht alles so ernst. Es geht um Unterhaltung. Wenn man die Leute glücklich machen kann und wenn man den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, dann hat man doch schon das erreicht, was man erreichen wollte. Obwohl man Defizite hat und obwohl man vielleicht nicht der beste Sänger ist und die Leute trotzdem quasi zufriedenstellen kann und ein großes Publikum unterhalten kann, dann ist es doch das Ziel, hat man das Ziel schon erreicht. Und ich meine, klar gibt es immer wieder Leute, die irgendwie sich negativ dazu äußern, aber die sind sich nicht dessen bewusst, worum es sich eigentlich hierbei handelt. Es handelt sich hier nicht um der beste Sänger zu sein, sondern dass man einfach nicht aufgibt. Never give up. Das will ich euch einfach nur erklären. Ich gebe nicht auf. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Wenn ich etwas gerne mache, wenn ich gerne singe und wenn die Möglichkeit besteht, sich bei DSDS zu präsentieren, oder auch anderweitig, oder auch egal wo, dann mache ich das auch. Just do it, Leute. Macht es einfach. Also wenn ihr diese Chancen habt, dann nutzt diese Chancen. Also so sehe ich das. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist meine Sicht der Dinge. Und was ich noch sagen wollte, also nochmal recht herzlichen Dank für die positive Rückmeldung, die ich erhalten habe. Ich habe gesehen, sehr viele positive Kommentare. Ich lese mir auch die meisten Kommentare durch bei Facebook und Instagram und Twitter. Und ich habe mich echt darüber sehr gefreut. Vielen lieben Dank nochmal. Wie es weitergeht jetzt bei DSDS, lasst euch einfach überraschen. Ich kann dazu nicht viel mehr sagen. Es muss ja noch ein bisschen spannend bleiben. Wie gesagt, es geht darum, man sollte niemals aufgeben. Man sollte immer optimistisch an die Sache rangehen. Darum geht's. Wenn man eh schon so negativ an die Sache rangeht, dann wird's auch nie was. Ich habe immer zu mir selbst gesagt, hey, come on, Mendres, du schaffst das. Also am Ende des Tages wurde ich von meinem Fleiß belohnt. Und was soll ich sagen? Also Leute, freut mich sehr, dass euch mein Auftritt gefallen hat mit Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake. Freut mich auf jeden Fall, dass es noch Leute gibt, die das gut finden, was ich mache. Und mich auch in der Hinsicht unterstützen. Und
Das war es eigentlich auch schon. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt so, wie ihr seid. Lasst euch nicht unterkriegen, Leute. Never give up. Euer Menderes. Und übrigens, Leute, ich war heute hier noch beim Ballermann Award in Willingen. Und schaut mal, was ich bekommen habe. Ich habe hier meinen zweiten Ballermann Award bekommen. Und ja, ich freue mich sehr darüber. Ich war schon letztes Jahr dort und habe da meinen ersten Ballermann Award bekommen. Und diesmal, das ist jetzt mein... Also diesmal habe ich den zweiten Ballermann Award erhalten. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich beim Veranstalter und danke nochmal für den zweiten Preis. Und ja, das war es auch schon, Leute. Und ja, bye bye. Und liebe Leute, nicht vergessen, abonniert meinen Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen.